Heute geht es mal um eine etwas speziellere Kultur, und zwar um den echten Rauchtabak. Und da gibt es viele Fragen zu. Darf ich den auch als Hobbygärtner und Selbstversorger überhaupt so ohne Bedenken im eigenen Garten anbauen oder ist das illegal? Und wie funktioniert so eine Aussaat von Tabak? Das sind immer zwei spezielle Fragen und die werde ich heute mit dem Video mal beantworten. Viel Spaß dabei und los geht's. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um die Aussaat von Tabak und um die Frage mal direkt zu beantworten: Ja, man darf Tabak auch im eigenen Garten selber anbauen. Und zwar im Eigenbedarf bis zu 99 Pflanzen. Da ist das Ganze steuerfrei, man darf sie selber anbauen, abernten und verwerten. Und deswegen ist es super interessant für viele Hobbygärtner und Selbstversorger. Und ich zeige euch heute mal, wie die Aussaat und Anzucht von so Tabakpflanzen funktioniert. Hier habe ich das Saatgut schon in der Hand und wir schauen uns jetzt mal genau die Aussaat an. Wenn ihr euch für Gartentipps wie diese interessiert, dann abonniert mich gerne kostenlos unter diesem Video. Dann verpasst ihr kein weiteres Video, denn dann benachrichtigt euch YouTube immer, wenn ich was Neues hochlade. Würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt Aussaat von Tabak, viel Spaß. Ich zeige euch hier einmal das Saatgut und zwar ist das von Kiepenkerl, der echte Rauchtabak. Und zwar erreicht er eine Höhe von 150 cm, ist einjährig und hat auch sehr schöne Blüten. Und hier hinten, da stehen auch nochmal alle Hinweise drauf, auch das mit denen, dass man das bis zu 99 Pflanzen legal machen darf, wann man ernten kann, wann man am besten aussät und so weiter. Meiner Erfahrung nach kann man das auch ruhig noch Ende März, Anfang April machen, denn wenn der Tabak einmal angefangen ist zu wachsen, dann wächst der Tabak auch sehr gut. Das Saatgut, das ist mit 1,95 € echt günstig, habe ich bei Samen aus Knieke gekauft, Hersteller Kiepenkerl und Inhalt ist ca. 50 Pflanzen. Wenn man 50 Tabakpflanzen ja anbaut, ist es auf jeden Fall schon ordentlich für den Eigenbedarf und für 1,95 € das Saatgut und vielleicht ein bisschen Kosten für Erde und Wasser ist das dann schon ein echt günstiger Anbau für so viel Tabak, den man dann am Ende erntet. Denn der Anbau, der ist wirklich einfach. Aber ich zeige euch jetzt schon mal meine ersten vorgezogenen Pflanzen. So, hier kann man schon die ersten Pflanzen erkennen. Die ist noch sehr klein. Die wird dann schon etwas größer und ja, und die ist dann schon sehr groß. Die Pflanze hier, die ist etwa eine Woche nach dem Pikieren und sobald die einmal angefangen sind zu wachsen, hören die auch wirklich nicht mehr auf. Bald werden die schon ungefähr so groß sein wie meine Chilis hier. Also das Wachstum, das geht wirklich schnell. Und die habe ich vor einer Woche pikiert, aber jetzt geht es erstmal darum, wie man die überhaupt aussät. Ja, es gibt da draußen viele gute Anzuchterden, aber wir fahren immer noch am besten mit der Bioerde aromatisch von Floragard. Die ist nicht nur 100% biologisch, sondern auch noch torffrei und vegan aufgedüngt. Damit fahren wir immer noch am besten. Die Jungpflanzen bleiben ja auch nicht allzu lange drin, denn nachher, da wird in eine nährstoffreichere Erde pikiert. Pikiert wird hier in den Floragard Grow Mix, die hat deutlich mehr Nährstoffe und dann kann die Pflanze anfangen zu wachsen. Mit Tabak-Saatgut sollte man sehr sorgfältig umgehen, denn das Saatgut ist wirklich sehr, sehr klein. Und das hier, das sind nämlich schon 50 Saatgutkörner. Ich habe mal grob nachgezählt, es sind sogar deutlich mehr. Und dieses Saatgut ist in etwa, ihr seht es in meiner Hand, so klein wie ein Mohnkorn. Und das werden wir jetzt mal aussäen. Ähnlich wie bei den Erdbeeren muss man da einfach sehr vorsichtig sein, auch später beim Pikieren, denn die Pflanzen sind am Anfang wirklich sehr, sehr klein und zart. Tabak ist ein Lichtkeimer, das heißt, die werden jetzt hier in der Anzuchtschale einfach nur auf der Anzuchterde verteilt, die Samen, und die werden dann nur angedrückt, nicht extra mit Erde bedeckt. Dann wird das Ganze gleich angegossen und hier, wir beschriften das immer mit einem Eisstiel, das ist ganz einfach und dann geht das Ganze unters Kunstlicht. So, jetzt kommt die Tabaksaat hier frisch ausgesät unters LED-Licht und das Ganze dauert jetzt etwa 10 bis 15 Tage. Kann aber auch 10 Tage dauern, wenn es die optimalsten Bedingungen hat, das heißt Temperaturen von 22 Grad, ihr gießt genug, also nicht aufgeben, wenn nach 10 Tagen noch nichts zu sehen ist. Das kann mal auch bis zu 15 Tage dauern. Jetzt kommt sie unter das LED-Licht und schon bald sehen die Pflanzen dann so aus.
Das ist doch schon mal was. Habt ihr schon mal Tabak angebaut? Dann schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen dazu unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt Tabak anbaut, dann haltet mich gerne mal auf dem Laufenden, wie das bei euch funktioniert. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir einfach hier in die Kommentare oder auf Instagram dazu eine Nachricht. Dann werde ich euch bei eurem Tabakanbau helfen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie es bei mir weitergeht, dann gerne abonnieren, ist kostenlos und ihr verpasst nicht, wie das hier mit dem Tabak weitergeht, wie viel wir da in diesem Jahr auch ernten werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne dann einen Daumen nach oben geben und falls ihr abonniert habt, dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos wieder. Bis demnächst, alles Gute und ciao.